wettbewerbsfähiger und flexibler produzieren, trotz hoher Personalkosten. Wie soll das funktionieren? Wie ist das mit der Zukunft vereinbar? Ja, das ist die ganz große Herausforderung, der sich jetzt Unternehmen hier in der Steiermark, in Österreich und Mitteleuropa stellen müssen. Personalkosten ist nur ein Teil der Gesamtkosten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Nachteil hoher Personalkosten durch andere Kostenvorteile wie höhere Produktivität im Fertigungsablauf kompensieren können. Und das ist möglich. Das heißt, wenn wir hier unter dem Strich eine höhere Gesamtproduktivität erzielen, dann produzieren wir hier flexibler und günstiger als im Osten. Ein weiterer Trend ist zu beobachten, wenn man jetzt die Steiermark hernimmt und die Referate gehört hat. Es geht in Richtung Ausbildung, in Richtung Forschung und in Richtung Entwicklung. Bleibt dann nicht der Produktionsort, Standort Steiermark etwas im Hintergrund? Den müssen wir aufbewerten. Aufwerten, das ist ganz klar. Das heißt, auch hier in der Produktion brauchen wir hochgebildete, hochmotivierte Mitarbeiter, die entsprechend am laufenden Verbesserungsprozess mitziehen. Und Verbesserung ist immer und überall möglich. Auch in vielen kleinen Schritten, das ist entscheidend.